Hallo, hier ist wieder die Gartenmoni. Heute bin ich schon in aller Frühe in den Garten gegangen, weil es soll furchtbar heiß werden. Und da habe ich jetzt als erstes einmal meine Tomatenblätter wieder, also ein paar wieder abgeschnitten. Da haben wir ja schon ein Video davon. Oben links ist der Link, Entschuldigung. Und da könnt ihr nachschauen, warum ich das mache. Also ich habe jetzt wieder Blätter abgeschnitten. Und mit die Blätter könnte ich jetzt, oder ich will damit mulchen, sagen wir so. Ich könnte die jetzt im Ganzen um die Tomaten ringsherum legen, mache ich aber nicht, weil das dauert dann recht lang. Die verrotten nämlich mit der Zeit, kompostieren. Und wenn dann so ganze Blätter dort liegen, das dauert lang, die trocknen vielleicht und kann man nicht gut einhacken. Und deswegen schneide ich die jetzt ein bisschen kleiner und dann gebe ich die um die Tomatenstücke. Also mulche ich damit. Ich schneide dort den Rest, ich habe schon vorbereitet und dann zeige ich euch das gleich mal. So, nur so Stücke halt, ne? So, gut, und dann gehen wir mal zu den Beeten. Bevor ich jetzt meine Blätter auf die Erde gebe oder verteile, habe ich noch die Erde ein bisschen aufgelockert mit der Hacke. Vorsichtig natürlich, weil da sind ja gleich die Wurzeln dran. Muss man vorsichtig machen. Und da gebe ich jetzt meine klein geschnittenen Tomatenblätter einfach so locker rum. Ringsrum auf die Erde. Die Wurzeln sind ja ziemlich weit auseinander bei den Tomaten. Das sind ja Flachwurzler, wie ihr wisst. So. Und das Mulchen, da haben wir auch schon ein Video. Auch oben links ist der Link. Das hat den Sinn, dass die Erde nicht so schnell austrocknet. Also wenn man gießt, es bleibt einfach länger feucht in der Erde. Und die Blätter, die verrotten dann mit der Zeit. Die kann man dann später einhacken oder umstechen, wenn die Tomaten weg sind. Und das gibt eine gute Erde. Kompostiert einfach. Reicht zwar nicht, aber einen Teil habe ich jetzt ja schon. So. Hier habe ich noch kleinere Tomatenpflanzen, also sind auch schon große von, in Töpfen gepflanzt. Und zwar sind es Geiztriebe gewesen. Die habe ich eingepflanzt, haben gewurzelt. Da haben wir auch schon ein Video drüber. Oben links ist wieder der Link. Und in den Töpfen wird natürlich die Erde viel schneller trocken, weil die Sonne heizt ja das Plastik alles auf und dadurch trocknet die Erde schneller aus. Und ich werde es jetzt auch so machen, ich werde da auch ein bisschen was rumgeben zum Mulchen, damit die Erde dann einfach ein bisschen länger, zumindest oben, ein bisschen länger feucht bleibt. So. Es schaut zwar nicht so prickelnd aus, wenn sowas rumliegt, genauso wenn man Rasenschnitt hat, mit dem kann man ja genauso wunderbar mulchen. Es schaut zwar nicht so besonders schön aus, wenn da so Blätter rumliegen, aber der Nutzen ist ja wichtig. Und da hat man Nutzen davon. So, ich habe noch ein bisschen was, da schaue ich jetzt noch woanders. Da sehe ich gerade, das ist wieder Geiztrieb. Wird ausbrochen und sowas, das schmeiße ich gleich neben die Pflanzen hin. Da ist ein ganzer kleiner. Also nichts wegwerfen, sondern verwerten. Noch eins, sollten Blätter krank sein, das sieht man ja mit Flecken und so, das bitte nicht verwenden, sondern das gibt den Hausmüll. Nicht, dass da eine Krankheit dran ist und das wird dann verbreitet, wenn ihr das auf die Erde gebt. Ja, das war mein heutiger Tipp für euch. Wenn euch der Tipp gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss, eure Gartenmoni.